Möglicherweise ist dieses Desaster, der Zusammenbruch unseres Bildungssystems, keine Fahrlässigkeit. Vielleicht steckt ein tiefer Sinn dahinter. So müssen Sie die Situation in unserem Land betrachten. Alles, was Sie für Fehlleistungen von Politikern halten, das sind vielleicht gar keine. Die sind vielleicht immer nützlich für irgendwelche Gruppen der Bevölkerung, nur Sie sind nicht dabei. So müssen Sie mal betrachten. Ja, ist ja schon gut. Unser Bildungssystem, ich sage, überlegen Sie doch mal. Seit Jahrzehnten werden Festreden in Deutschland gehalten, an jedem Feiertag, über das wohl hochgelobte deutsche Bildungssystem. Das war das Vorbild für die ganze Welt. Exportartikel in einem rohstoffarmen Land wie Deutschland ist nichts wichtiger als das höchstmögliche Bildungsniveau unserer Kinder. Und genau dieses System bricht zusammen vor unseren Augen. Die Lobby guckt zu, sie ist ja da. Hunderte von Lehrern tummeln sich in den Gremien und Parlamenten und ihr Arbeitsplatz verrottet. PISA-Krüppel besiedeln das Land und werden noch gezüchtet. Was hat das zu bedeuten, frage ich Sie. Soll das ein Versehen sein? Nein. Was ist wichtig für das Land? Wachstum. Das hat die Frau Kanzlerin Merkel und der von ihr gewählte Bundespräsident Köhler unisono zu Beginn ihrer Amtszeit gesagt. Vorfahrt für Wachstum in Deutschland, dem muss ich alles unterordnen. Brauchen wir die schlichten, demotivierten, desillusionierten Hauptschüler für das Wachstum? Nein, jeder DAX-Konzern beweist im Quartalsbericht, je weniger von solchen wenig qualifizierten Leuten bei Ihnen dabei sind, umso größer ist das Wachstum. Wir brauchen sie nur als Konsumenten. Und wenn wir sie wirklich nur als Konsumenten brauchen, da kann doch ein gerütteltes Maß an Dummheit nur hilfreich sein. Wir züchten sie vielleicht. Überlegen Sie mal einen Augenblick, dann lösen sich die ganzen Widersprüche auf. Die Wut wird noch größer, aber die intellektuelle Verwirrung lässt nach. In keinem Land Europas entscheidet die soziale Herkunft eines Kindes in solchem Ausmaß über seine Bildungschancen als ausgerechnet bei uns in Deutschland. Und was heißt das in einem Land, in dem gerade die Armut explodiert? Dass Sie einen soliden Stamm von Idioten heranzüchten. Und die Verbraucherzentrale, auch in Ihrem Bundesland, kriegt die Gelder zusammengestrichen seit Jahren. Auch keine Fehlentscheidung. Warum? Na, weil der Pöbel soll doch nicht nachdenken, zögern und vergleichen. Der soll den erstbesten Dreck kaufen, der angeboten wird in der Werbepause.